Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Ja, ich bin im Kaufrausch. Türkei, Tour steht vor der Tür, ihr wisst es. Ich habe von Tanner ein Auto erworben. Und da war ich letzte Woche schon mal hier und habe diesen, Schatz, dieses Auto habe ich hier entdeckt. Guckt euch die Karre mal an. CL500 Prio Breitbau eingetragen. Guck mal. Das ist viel wert, ne? Das eingetragen. Ja, also viele Leute sagen, ja, ist assig. Ja, stimmt. Ich habe die früher auch nicht gefeiert. Aber eins muss ich jetzt sagen. Die Dinger sind jetzt wirklich kultig geworden. Preise gehen in die Decke. Wird wirklich teuer. Wirklich teuer, Schatz. Und... Material. Ist kaputt, habe ich letztes Mal schon. Ehrlich? Also, ja. Wir haben hier CL500. 170.000 gelaufen. Original Prio-Umbau. Prio-Umbau richtig gut reingesetzt. Keine Risse an den Seiten. Es ist ein Monster, ja. Guck ihn dir aber an. Aber da braucht ihr andere Felgen, ne? Nee, Felgen, breitere Felgen, die sind ja auch mit dabei. Hinten haben wir Spurplatten. Ich hatte auch noch schon mal gesagt. Ich erzähle euch mal kurz die Geschichte von dem Auto. Der gehört ein Teil seiner Bekannten. Der ist seit ein paar Monaten hier, arbeitet hier, Fahrwerk macht Probleme. Aber er hat 4 Dämpfer gekauft, liegen im Kofferraum. So, hin und her, das Auto hat er sehr lange, der junge Mann. Ich habe ihn letzte Woche hier erwischt. Ich habe gesagt, Digga, das ist doch ein Projekt für mich. Gib mir her das Auto, ne? Komm. Und dann sagt er, ja, ich habe auch die Schnauze voll, ich will das Auto gerne weggeben. Ich habe gesagt, ich will dieses Auto haben. Vorgestern hat er mich angerufen und hat gesagt, du Mehmet, ist okay, nimm das Auto. Also, wir haben diesen CL 500 Prio Umbau. Ja, was hat er, ne? Wir haben hier eine Beule, ihr könnt mal reingucken, hier den kleinen Unfallschaden, könnt ihr auch sehen. Klein ist gut. ja, ich habe die Idee gehabt, damit auch in die Türkei zu fahren, aber ihr wisst, Leon fährt in die Türkei. Ist schon bescheuert, jetzt hier so einen Breitbau hinterher zu schieben. Ich habe die Karre jetzt gekauft, wir nehmen das Auto mit. Der geht bei uns in die Garage rein, da soll er erstmal bleiben. So, er sieht von innen schwarz, finde ich auch sehr gut, muss man einfach jetzt sagen. Einfach schwarz. Genau, Himmel ist leider nicht schwarz. Oh ja. Himmel ist hell, aber das Schöne ist aber bei dem Auto, hier, die Sitze. Weiß. Die Sitze sehen so gut noch aus, wirklich richtig gut, 160.000 gelaufen, wurde auch nicht viel bewegt. Wie gesagt, viele würden jetzt sagen, was ist das für ein Assi-Auto? Ey, irgendwie ist es geil. Stell dir vor, die Karre, eine geile Farbe lackiert, nochmal fette Felgen, das Ding kommt. Silber ist auch nicht mein Ding, muss ich sagen. Da kommt der Kit noch nicht mein Geld um. Nur überleg mal, was da für Reifen drauf, oder Monster, was dafür? Monster. Ey, ich finde ihn irgendwie geil, ne? Doch. Also, liebe Freunde, dieses Auto... mit Tanners S-Klasse habe ich auch gekauft, ihr wisst es, das ist wirklich ein tolles Auto. Ich habe ein Auto gesucht, ihr wisst es, was soll ich nehmen. Und dann, als er die S-Klasse gesehen habe, ich wusste gar nicht, dass er den weggeben möchte. Ich habe gesagt, yes, tui, geil, 126er, boah, das ist doch ein Projekt. Was und dann war direkt schon wieder typisch, war typisch Mehmet, bam, Auge zu, er hat das Auto schon fertig gesehen. Ja, wirklich, Alter, die Karre, wirklich, 126er, die beste Wahl, die ich erwischt. Der 7er wäre natürlich geil, aber ein Pendant für ein 7er, 7er geht weiter auf jeden Fall, da machen wir schon weiter. Aber dieses Ding nimm mir mit nach Hause auf jeden Fall, egal, erstmal wegpacken das Teil und zum Frühling vielleicht, dass wir hier mal rangehen. Motorgetriebe läuft, ABC-Fahrer, ein bisschen Probleme. Wir schleppen Schlepper hin, soll er mal mitnehmen. Auch die Verarbeitung von dem Prio, tui. Sahne, guck mal hier auch. Sahne. Hier alles. Brutal. Ja. Und hier die Motorhaube. 500er, richtig ein guter Motor, der läuft auch richtig gut, der schnurrt auch richtig. So. Ja. 500er, ne? Der läuft, das ist gar kein Thema. Tui, ich freue mich über das Auto. Ob ich jetzt ein Breitbau-Fan bin, jein, würde ich nicht sagen, aber so ab und zu so einen zu besitzen, ist schon richtig geil. Aber daraus kann man so richtig so, ja, da ist wieder das Schwarz, aber dieses Batmobil einfach. Ja, ne? Man kann den richtig auf dieses richtig so matt-schwarz Batmobil-Optik machen, fette Felgen oder schön in einem geilen Rot, das Ding, dass er richtig auffällt, ab und zu rausholen, einfach als Objekt besitzen, habe ich richtig Bock drauf. Objekt? Ja, ist ja ein Objekt. Ja. Also, richtig eine geile Karre. Wie gesagt, Kilometer sind okay. ABC-Fahrwerk, große Probleme haben wir alle. Aber er hat 4 gebrauchte Dämpfer, hat er im Kofferraum liegen. Und Tanne sagt, er probiert das, aber auch egal, wenn er nicht probiert, ist egal. Wir nehmen ihn mit und dann gucken wir mal in Tour mal, oder? Den packen wir mal in die Halle rein, dann soll er drin bleiben. Ein tolles Türkei-Projekt im Frühling, wäre auch noch brutal. Oder wenn ich einen guten Lacker finde, auch hier. Ne? Weil das Ding können wir auf jeden Fall ausrollen, reparieren lassen. So schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Felgen feiere ich nicht, paar fette Felgen. Er hat keine B-Säule, also kann die B-Säule auch nicht kaputt gehen. Nein. Auch innen, also das Leder und zwar sieht richtig schick aus. Ne? Okay, Lenkrad vielleicht aus Holz wäre nochmal gut. Ist ein bisschen so nackig mit dem Lenkrad. Ja.
Jo. Bevor wir weitermachen, habe ich ein Paket bekommen. Ich zeige euch mein Paket. Jawohl. Da ist er. Hab von Holy mein Paket bekommen. Holy ist die gesunde Alternative zu Energy Drinks und anderen Softdrinks. Wir haben hier den Starter Deluxe Paket. So, was haben wir da drin? Wir haben drei verschiedene Sorten. Wir haben Eistee, wir haben Energy Drink und wir haben Hydration Sportgetränke Drink. Das Ding könnt ihr euch bestellen. Da könnt ihr euch mal komplett einmal durch das ganze Sortiment von Holy durchjagen. Es ist ganz einfach vorzubereiten, zuzubereiten, ohne Probleme. Ihr sucht euch mal Schönes was aus. Bam. Ich zeige euch mal gleich, wie das geht. Einfach auffüllen, schütteln, schütteln, schütteln. So einfach geht das. Einfach rein, am besten schön kalt. Ihr könnt auch Selter nehmen, auch andere Sachen. Es schmeckt wirklich natürlich und richtig ein schöner, leckerer Geschmack. Mit meinem Rabattcode MTKast5 habt ihr nochmal 5 Euro auf eure erste Bestellung. Und mit MTKast habt ihr nochmal 10% auf eure nächste Bestellung. So, Freunde. Energy Drink ist teuer, alles ist teuer. Aber mit Holy könnt ihr noch mal eine schöne Alternative. Schöner Geschmack, natürlicher Geschmack, kein Zucker drin. Und ihr unterstützt natürlich auch meinen Kanal damit. Ich finde Holy richtig gut. Ich fahre nächste Woche in die Türkei, wieder 3 Wochen unterwegs. Holy, kommt mit mir mit. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Das ist schwer zu filmen hier. Der Spoiler weiß ich nicht, ob ich den dran lassen. Sieht schon wirklich, boah, diffuser. Sieht auch brutal aus. Doch, den so lassen. Einfach eine geile Wollte ich gerade sagen, das hier passt ja dann wiederum zu dem Breitbau. Also mehr, ne? Assi geht nicht. Mit dem Ding auf Achse sein, wirklich, liebe Freunde. Viele werden sagen, Igitt, was ist das für ein Auto? Aber es ist was Besonderes. Wo siehst du so ein Auto öfter mal auf der Straße? Ne? Deswegen würde ich sagen, Junge, ich habe das geschafft, ich habe dieses Auto gekauft. Ja, Memo kauft viele Autos letzte Zeit und ich habe euch das 1000 Mal erzählt. Ja, ich kaufe gerne Autos. Aber ich muss auch überlegen, die Preise, die ich einkaufe, sind wirklich gut. Ne? Wenn ich pleite bin, kann ich die immer noch verkaufen. Ne? Alles ist okay. Diesen Schnapper sind wir unter 10.000 und da brauchen wir nicht zu diskutieren. So ein Auto gibt es nicht jetzt. Weißt du was, Mann? Er braucht Liebe, er braucht noch ein bisschen Geld rein. Motor läuft, Getriebe läuft, ABC-Fahrwerk, haben die alle Probleme. Also, unter 10.000. Aber nur eine Seite, hä? Ja, ich glaube vorne rechts ist er tief. Nee, hinten, da wo du stehst, siehst du doch, ist schief. Genau, hier rechts ist ja komplett an die Seite gekippt, ne? Cooles Ding. Ja. Cooles Ding. Ich wollte nur die Seite ihm zeigen, weil die Seite ist ja kein Unfall hat. Die sieht ja noch gut aus. Auch so vom Lack her, Mack her, sieht er richtig gut aus. Schade, Batterie ist abgeklemmt, dass wir den nicht nach hinten fahren können. Ja, Batterie ist abgeklemmt. Aber du siehst, Leder sieht richtig schön aus. Einstiegleisten sind richtig schön. Und schwarze Kombi ist gut. Anderes Lenkrad rein, vielleicht mal aufpolstern. Aber Holz hätte ich auf jeden Fall gefeiert in diesem Auto. Weißt du, und schwarzen Himmel. Aber weißt du, welches Lenkrad, wie du deine S-Klasse, dein altes Lenkrad gemacht hast? Ja, ich hätte aber hier Holz auch noch mehr gesehen. Weil mit diesem dunklen Holz, wenn es passen würde, dann sieht er auch gut aus. Schönes Auto, Schatz. Da freue ich mich yes, mal. Ne? Yes, yes, yes. Ja, da müssen wir mal gucken. Jetzt, wie gesagt, wir müssen jetzt Gas geben. Die S-Klasse, da werden wir ein bisschen weitermachen. Das Ding wartet erstmal hier. Was, du wartet hier? Wir sind hier am Freitag weg. Da gucken wir mal, wie wir den Transport abwickeln, dass er jetzt zu mir kommt. Und dann gehen wir mal so langsam, langsam feiern das Ding, ne? Aber so viel ist da jetzt auch nicht, wenn das ABC fährt. Das Ding hat noch TÜV bis Ende des Jahres. Naja, ist auch egal. Aber wenn er zum Frühling angemeldet, ja, wäre schon geil, ne? B-Säule, ja. Schönes Auto. Ich freue mich, ich freue mich. Und ich weiß schon, wenn du es anmeldest, wer das nimmt. Ja, Januar oder was? Ja. Ach du Himmel, ja. Ach, du Himmel. Nein, ein tolles Auto. Wie gesagt, viele sind dagegen, viele mögen den nicht. Ich bin jetzt auch nicht der Breitbautyp. Wenn der Preis stimmt, bin ich auch der Breitbautyp. Auf jeden Fall. Klar, feiere ich den 126er, schön tiefer, fette Felgen, feiere ich noch brutaler. Aber das ist auch so ein Auto, kann man zeigen. Kann man aber zeigen. Jetzt musst du mal überlegen, ne? Auch dieses Auto wird irgendwann mal im Wert explodieren. Ich sage euch, früher ist ein Bekannter von mir ein E30 gefahren, Riga-Umbau. 320er, ne? Wir haben ihn ausgelacht. Ne? Wir haben ihn ausgelacht, ne? Ich schwöre dir, jetzt die Karre wäre keine Ahnung, was für einen Wert das Ding hatte. Ne? Alles, was in den alten, so alles anders. Ich schwöre dir, rot oder schwarz, Batmobil. Auch dieser Einstieg, der sieht so, boom, brutal. Ich finde, in Silber sieht er noch breiter aus. In Schwarz wäre er vielleicht nicht ganz so. Ja, aber nein, Silber auf den Auto kommt nicht gut rüber. Möchte ich nicht haben. Aber die Form muss was. Yes, 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 yes. Den dreh ich an Leon an. Was hast du dazu? Der hat ja eigentlich nur Breitbaudinger, ne? Ja, Beto ist noch dabei. Luftfilter, jetzt ist schon alles ein bisschen zusammengebaut. Eigentlich ist das meistens schon so zusammengebaut. Eine Batterie kriegt er gleich rein. Ja, Felgen, die Originalfelgen machen wir rauf. So, die kriegt er auch noch gleich rauf. Ja, ist okay. Und dann fahren wir dann nach Hause.
Ja. Also wenn er jetzt bis nach Hause kommt, haben wir schon gut was bestanden. Nein, wenn er gleich draußen ist, ich denke mal, ach, wird schon gemütlich sauber. Für die Reise. Ja, also ich bin immer noch begeistert von Innenraum, ne Schatz? Ja, so schön mit diesem, also ich bin ja auch kein Stofftyp, aber dieses Helle, das gibt dir nochmal so eine... Richtig gepflegt noch, ne? Richtig schön, auch mit den Knöpfen und zwar ein schönes Radio müssen wir nochmal einbauen. Aber sonst, Respekt, sieht richtig gut aus, Schatz. Jo. Schön, freue ich mich auf jeden Fall auf das Auto. Ich bin auch gespannt, wie der fährt. Radlager macht Geräusche, machen wir morgen auf jeden Fall heil. So, gleich mal hier ein paar Sachen machen, Reifen drauf, dann rangieren wir dieses Auto hier raus. Und wieder gemütliches Reisen. Ja, also wir waren ja mit der S-Klasse, also wir waren ja mit dem 7er, war geil. Ja. 7er Reise, war richtig cool. S-Klasse, war richtig cool. Bus, war richtig cool. Golf war jetzt nicht so cool. War E36 war auch ein bisschen hart, die Reise oder nicht. ML war okay. Ja, ML war auch nicht so gemütlich, aber ML da waren wir als Familie. Genau. Also muss man sagen, aber das wird nochmal richtig chili-mili. Schatz, stell dir vor, du schläfst hier nebenan oder gehst nach hinten schlafen. Ja, guck dir das mal an, oder nicht? Schatz, haben diese Sitze auch diese Federung? Ja, ist schon sehr weit. Ne? Jetzt muss man noch mal ein paar Kleinigkeiten machen, ein bisschen hier die Kabel reinmachen. Wie gesagt, die wollten das ja auch als Projekt weitermachen. Ich werde dieses Projekt dann für mich beenden. Okay. Jo, das geht doch. Ey, Tui, jetzt sieht er wieder nach dem Auto aus hier, ne? Ja. So ein bisschen da kaputt, ein bisschen hier. Aber das ist ja Sinn der Sache. Das ist Sinn der Sache, da muss man noch mal ein bisschen Farbe drüber machen, da, dass es nicht hier in 3 Tagen durchrostet. Aber wirklich, danke an Tanner. Wirklich 2 geile Autos erworben, muss man jetzt sagen. Das Ding wirklich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ihr wisst, wie schwer es ist, eine schöne S-Klasse zu kaufen. Und das ist wirklich ein Projekt, was sich vielleicht in der Türkei lohnt, was man vielleicht halt daily fahren kann. Wie gesagt, ein tolles Projekt, was er mir hier ermöglicht hat. Und wieder hier, ich komme hier nicht weg, ja. Ich komme von diesem Prio nicht weg. Yes! Also, sieht schon, ne, aber ist auch geil. Ist schon, also wirklich, boah, da gehe ich schon wieder, da geht mir einer ab, Digga, da geht mir einer ab. Wenn er fertig ist, kannst du den für Leon, neue abkaufen. Den kannst du für, ja genau, gute Idee. Aber Leon ist geizig, er will nicht so viel zahlen. Aber komm, das Ding wird nochmal wieder ein Meilenstein in den Türkei-Projekten geben. Ich verspreche euch das. Ich habe soweit alles organisiert. Das, was die Karre kriegt, ihr werdet sagen, oh mein Gott, so einen will ich auch haben. Ich bin auf der Nordic. Nächstes Jahr, habe wieder meinen Platz. Diese Karre wird ausgestellt auf der Nordic. Dann, diese Karre wird auf der Nordic ausgestellt. Ein paar Autos habe ich noch. Ah. So. Aber wo der ich habe Schiffe, nimm mal. Erster Start nach, was sagt Tanner? Ein Monaten. Jahr? Acht Monaten. Nach 8 Monaten erster Start. Benzin kriegt er. Benzin geliert, Beto. Benzin geliert. Ja, riecht schon. Ja, nach Benzin riecht das. Riechst du auch, ne? Ein bisschen, aber nicht so heftig, finde ich. Kann natürlich auch die Ursache sein, ne? Oder? Ja, wenn das funktioniert, ist es tot. Also die Anzeige. Oder will er nochmal, Benzin tot, Digga. Ja? Oh ja, der hat diese Federung. Oh, richtig gemütlich. Ich was los, er will nicht starten. Setz dich mal rein. Gemütlich? Ja, richtig. Wie sagst du, du weißt doch, bei dem Weißen, den wir hatten, der hatte doch auch so eine Federung. Ja, und das ist die gleiche. So, guck mal, warte jetzt. Sag Bescheid. Der Nick. So, keine Ahnung, was fummeln die da vorne? So, ich soll versuchen zu starten. Oh, geht wieder aus. Soll ich nochmal? Nein. So, ihr könnt sehen, wie lange der hier schon steht. Ich habe da eben meinen Finger. Jo, die Scheibe ist richtig verstaubt. Also ein bisschen Sprit kommt hier an, aber nicht genug, glaube ich. Tank ist unter dem Strich. Kann sein, dass er sich nur noch ein bisschen Luft mit reinzieht. Also, wir gehen mal kurz Benzin holen, schön frischen Sprit nochmal rein. Dann schauen wir mal, Schatz. Ja. Kein Plan, Alter. War ja auch klar, dass es nicht sofort klappt, ne? Aber die haben ihn hergefahren, 8 Monate. Aber ihr wisst auch selber, dass auch viel kaputt gehen kann mit rumstehen. Aber wir schaffen das. Sonst neuer Motor rein, egal. Heute noch, oder was? Nein, heute nicht, aber ist egal. Es ist, die Entscheidung ist gefallen. Ja. Der oder? Ich komme mit. Freitag. Der hat noch TÜV.
Stimmt, den können wir direkt anmelden. Ja, ne? Und fahren direkt so direkt, mit dem wollte ich gerade sagen, so Schräglage fahren. Ja, so Schräglage fahren wir. Schauen wir mal. Schatz, du hast doch gerade dieses Auto erworben, ne? Ja. Hier, das ist deine Erstausrüstung. Was ist denn das? Hey, achso, hier. Was ist denn das? Oh, das ist der Originalschlüssel, heftig, ne? Mit der Box. Mit der Box, den Originalschlüssel. Hier ist noch aber ein Schlüssel dabei, ne? Ist das, auch, das Auto ist, glaube ich, auch zweiter Hand. Nee, ein Vorbesitzer hat das Auto, ne? Ja, ja, zweiter Hand, ist schon zweiter richtig. Hand ist er. Aber nein, überleg mal, die Box hat er aufbewahrt. Nicht schlecht. Also, das Auto ist schon geil, ne? Also, man sitzt hier, man hat auch hier Platz drüber. Man wie ein Sessel, schwing mal. Ja. Wei, 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 wei. Nee, gemütlich. Wirklich gemütlich, kann ich mir gut vorstellen. Damit hinten schon ein Bett machen nachher. Ein Kissen wieder hinten rein, wie immer. Ja, ja. Dann liegen wir zu einer hin, einer fährt. Ja. Chilimili. Ja. 18 Stunden Istanbul. Aber wieso, du kannst auch auf den schlafen. Garantiert. Ja, nach hinten machen, anschneiden. Nach hinten machen. Das ist schon geil. Ich freue mich schon auf das Auto. Du. Was ist das hier? Wie gesagt, einzige Macke, die ich... Das ist das hier. Aber das also, kriegt man leicht nach. Was ist das hier? Ist auch von dem? Nee, das ist nicht von dem, ja. Wunderbeto, ja? Ach so, hier. Gehört das dazu? Nein, das ist dieses Radio zum Ziehen. Ach so, Radio. Radiosette. Das ist so ein Universal-Set zum Autoradios rausziehen. Na, auf jeden Fall, was ich... Dein Handy. Nein, nee, ist gar nicht dein Handy. Nein, ist nicht meiner. Ja. Nein, schönes aber Auto. Was ich dir sagen wollte... Also, Freunde, ich wollte den auch den schwarz innen machen, aber ganz ehrlich... Dieser Kombi mit den beiden, das sieht auch richtig schön aus. Oder wirklich in diesen, vielleicht mal so braunes Leder. Nein, Schatz. Ganz ehrlich, du weißt, wie soll meine neue Couch werden zu Hause? Auch so dieses Ding, ne? Dieses Samt will ich haben. Ja. Weißt du, und das weiß ich, gibt es noch. Guck schade mit dem Lenkrad. Ich hätte gerne ein Holzlenkrad eingebaut. Aber dadurch, dass wir Airbag haben, wird es nicht klappen. Komm, geile Karre. Und wir haben auch Klimaanlage an Bord. Das ist auch schon mal schön. Cooles Ding, wirklich, ich freue mich auf das Auto. Der 7er wäre natürlich auch richtig schön, aber kommt, Schatz. Egal. Ja. Weißt du, wie der Reiserechner geht? Keine Ahnung, hier mit den Knöpfen. Ja, der funktioniert. Ja, nee, der ist nicht schön. Himmel hängt auch nicht, der sitzt ja richtig wie ein Einzelhimmel. Deswegen, weil du gestern ja sagtest, habe ich gesagt, lieber nicht. Ey. Wir schauen mal, Spalt, wenn ich komme, ist rein. Komm, jetzt muss aber starten, Hadi. Ja, wir warten auf Sprit, liebe Freunde. Wir haben es nicht gesagt zu starten, weil, guck mal. Ja, da geht gar nichts. Nein, geht nicht. Okay, wir warten, bis das Spiel kommt. Jetzt kriegt er mal von der Aral die gute 102 Oktan. 102 Oktan. Hallo, Bakan und Detour. Inshallah, springt er an jetzt. Wird aber auch Zeit, dass er jetzt anspringt. Komm, Digga, lass uns jetzt nicht im Stich. Jetzt einfach. Ja, komm, los, gib ihn einfach. Na, komm jetzt, Alter, los, starte bitte, ja. Ich habe schon Teile bestellt, habe ich telefonisch eben gemacht. Morgen kriegt er Zündkerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Luftfilter, Ölfilter, Öl, alles kriegt er neu morgen. Alles, wenn ich nach Hause komme, heißt das damit. Ja, ich denke mal, ja, wir haben mit Veto jetzt geguckt gehabt. Genau, hier kriegen wir keinen Split, der Luftmengen, wie heißt das? Mengenverteiler. Mengenverteiler. Ja, der Mengenverteiler, ich denke mal, die sind verklebt. Du weißt, ne, wenn Benzin lange drinsteht bei den Modellen, dann sind die paar Dinger dicht. Aber Gott sei Dank, er hat noch einen liegen, einen anderen 300 Coupé, gleicher Motor. Der holt den her, da muss er auch laufen. Fakt war wirklich ganz, ganz großes Problem bei diesen Fahrzeugen. Der Mengenverteiler. Also, der Mengenverteiler ist wirklich eine der Hauptursachen. Und wenn so ein Auto ein Jahr nicht gestartet wird, dann verklebt sich das auf. Das muss man einmal abgeben beim Waschdienst oder das einmal reinigen lassen, dann läuft das Ding auf. So, halbe Stunde warten wir noch, Tanner geht los, heute Nacht, wir schaffen das. Wir fahren mit diesem Auto auf jeden Fall nach Rotenburg wenigstens. Dass wir das mal schaffen. Tanner, das ist die Probefahrt, ne? Ja, muss gehen. Ja, muss gehen, meinst du, ne? Was wird schon klappen? Also sonst, der hat noch ein 300er Coupé, zur Not wird der mitgenommen in die Türkei. Die Community killt mich wieder, 90. Auto in einem Monat. Aber, Leute, ich tue doch was für den Content. Alter, überleg mal, welcher YouTuber holt 7 Autos in einem Monat? So, zeig mir mal einen, der sich so viel damit beschäftigt, dass ich mir 7 Autos organisiere. Um ach komm, ganz ehrlich, Schatz, du hast selber Spaß an der Silla Yolo-Geschichte, ja, ne? Ja, ich ja auch, da ja. Muss ich jetzt sagen. Aber dieses Auto ist wirklich mein Favorit, Schatz. 7er war geil, aber der kommt noch mal ganz, ganz völlig 1:1 Kopf an Kopf mit dem 7er, oder? Ja, ja, ja. Aber ganz ehrlich, Jabrek, ich hätte den 7er noch mehr gefeiert. Ja. Das Ding 040 schwarz auf Luft, dreiteilige BBS RS, Sportausrüstung, Mafia-Karre.
der wird auf jeden Fall fertig machen. Ich verspreche euch hoch und heilig. Ich höre mit YouTube auf, wenn ich das nicht schaffe. Okay? Und das war Machtwort. Soll ich das rausschneiden? Nein, lass drin, Alter. Ein Mann, ein Wort. Das Ding bleibt drin. Und eins wollen wir sagen, warte mal, jetzt im nächsten Video, ich werde das immer einblenden. Viele haben mir gesagt, mit dem Gewinner. Mit dem Gewinner, ich zeige euch das mal bitte. Da haben mir viele gesagt, was ist mit ihm? Wir sind im Kontakt mit ihm, oder nicht, Schatz? Ja, auf jeden Fall sind wir in Kontakt mit denen, aber. Wir haben wirklich. Wir blenden das einfach ein, Schatz. Ich werde es mal einblenden. So. Ich kann es leider nicht lesen. Ich werde es einblenden. Also, ich habe das hier mit ihm, habe ich hier. Ja, sieht man, warte mal, sieht man da meine Nummer? Nein. Okay, also wir haben ihn wirklich schon sehr oft gefragt, ob es klappt, ja? Wirklich, liebe Freunde. Also es ist nicht so, der Markus, wir möchten, dass er gerne mitkommt. Aber liebe Grüße, Markus. Es muss ja auch passen, liebe Freunde, wirklich, es muss passen. Wenn wir hinwollen, hat es nicht gepasst. Er hat einmal im Sommer Zeit gehabt, aber da waren wir davor, hat bei uns nicht gepasst, weil mit dem Hauskauf und sowas. Es muss doch passen, küsst sein Herz, wirklich, 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 wenn wirklich alle Dämme brechen, wir treffen uns mit ihm, werden auch ein Video drüber machen und eine Lösung mit Markus finden. Wenn er dann auch im Endeffekt sagt, ist okay, wir kommen irgendwie nicht zusammen, dann kriegt er Kohle von mir. Lackiergeld in Deutschland, ich will es mit Markus reden, vor der Kamera natürlich, nicht hier, ich habe was bezahlt, dann würde ich mich mit ihm treffen auf jeden Fall und einmal durchbesprechen. Ich verstehe auch, er hat Familie, er hat Kinder, so richtig so ein Urlaubstime da reinzukriegen, ist wirklich schwer. Vielleicht hat er sich selber nicht gedacht, ja, keine Ahnung, vielleicht gewinne ich nicht, weil es aus Spaß mitgemacht, hat gewonnen, andere hätten ja nur gesagt, ich kaufe ihm das ab, nimm mein Auto mit uns was. Also, liebe Freunde, wir sind mit Markus im Kontakt, ich halte mein Wort, den Golf haben wir weggegeben, er hat ihn weiterverkauft, mein Gott, ist ja nicht unser Auto, ist sein Auto gewesen, da kann man auch nicht so viel, oder? Genau, kann er machen, was er will. Also, so schnell, so einfach ist es leider nicht, wir sind noch dabei, wir müssen ja noch ein bisschen was machen. Okay, so. Letzter Sekunde, wie immer. Ja, alle sagen so, ja, ist okay. Ich war wirklich sehr, ich habe immer gesagt, ja, komm. Nein, jetzt muss ich aber mal dazwischen gucken und sagen, wir haben eine Werkstatt, die... Ja, ich habe aber davor mal gesagt gehabt, ich wollte die Werkstatt ein bisschen weniger machen, mehr eigene Projekte voranführen. Ja, aber ihr kennt Mehmet nicht. Wenn einer kommt und sagt, bitte, 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 dann wird da reingenommen. Ja, und Kunde ist noch König bei uns eigentlich. Ist so. Na, nicht jeder ist König. Manche sind Prinzen und Prinzessinnen. Also ich glaube, Tanner ist sich sicher, dass er gleich läuft, weil er hat hier den Weg schon freigeräumt, dass wir rauskommen. Okay, jetzt kommt er. Andere Sachen opfern, damit andere Sachen laufen. Batterie ist tot bestimmt, ja? So, Beto, gib ihn jetzt. Alles für den Zilayolu. Ja, alles wegen dir. Warte, deine Worte, Schatz. Deine Worte. Stoßstangen ran, Kotflügel ran. Ja, und dann läuft. Du wirst gleich sehen, dass er läuft. Also Kotflügel ist dran, Stoßstacheln ist dran. Aber was macht ihr jetzt hier am Motor, bitte? Wissen wir auch nicht. Anna hat mich gezwungen, Kamera anzumachen. Ja, also wenn er nicht läuft, dann müssen wir der Bahn zurückfahren. Okay, dann guck dir das Video so 5 Minuten vorher an, okay? Und dann weißt du, mit was wir fahren. So, Beto ist fertig erstmal. Gleich wieder versuchen zu starten, ne? Ja. Autos stehen, ne? Wollen wir Mehmet die Ehre lassen? Was? Einmal die Schlüssel umdrehen. Ich starte, Alle. Warte. Geil, so geil. Kauft man von Ausländer Autochat. Hey. Und ein, guck mal. Er sagt, komm und fahr. Mehmet, jetzt wird er laufen. Hey. Da sind die Ausländer. Komm, Abi, Stoßstange rein und fährst sofort nach Hause mit dem Auto. Seit 5 Stunden sind wir hier. Seit 5 Stunden ist die Stoßstange dran. Ich mache 5 Videos, bis ich in Rotenburg angekommen bin, Alter. Zilayolu in Deutsch-Norddeutschland. Ey, mit Hindernissen nach Hause. Freunde, diese Karre läuft irgendwie nicht, aber hier ist mein Kollege, er sagt, er hat einen 190er draußen stehen. Der läuft. Also, Notfallauto, wenn alles nicht geht, wir nehmen den 190er. Kein Problem. Oder du nimmst den CLK. Ja, der CLK wäre auch eine Option, ja. Den machen wir schon in matt-schwarz. Aber er läuft. Den machen wir in matt-schwarz. Der Öl glänzt wie Gold. Oder sieht wie Getriebeöl aus. Das ist wie Honig. Der sieht wie Getriebeöl aus. Nee, ist okay. Ein bisschen kann man noch rein. Ja, keine Ahnung, wollen wir mal gucken. Gib mir mal ein paar Mal Zündung. So, kommen wir nach Rotenburg-Wümme. Oder ist der Abbruch hier direkt? Das ist so wie beim Motorschaden, erster Start. Ja. Vielleicht ein Fehler.
sieht hört sich nicht so gut an. Gas, Gas! Läuft da oder läuft da nicht? Ich höre nicht. Ja, er läuft sowieso einigermaßen. Der war einigermaßen. Aber er klatscht. Ja, liebe Freunde, er läuft richtig gut, oder? Ich hab doch gesagt, er läuft. Guck mal, kannst du. Guck mal, wie der läuft. Er läuft richtig gut, ne? Okay. Level. Ich sag doch, Stummstunde Hand abfahren. Nach 7 Stunden. Ja, ja. Guck mal, er läuft. Digga, er stand 8 Monate. Bam. Weil er läuft gut. Nee, mehr danach 8 Monaten. Wir haben es geschafft. Es ist hier 7 Uhr abends, 8 Uhr abends, 3 Uhr hergekommen. Ja, er läuft. Aber Mehmet, ich habe dir gesagt, Montagabend kannst du ihn abholen. Ja, hast du gesagt, nee, gesagt? Morgen Mittag. Nein, ich habe gesagt, Montagabend, da meinst du, ja, morgen. Nein, du hast Sonntag gesagt. Ja, nein, Sonntag war Feiertag, er arbeitet er nicht. Du sprach mich nicht. So. Komm, Baby. Da muss er noch 80 Kilometer fahren, ne? Guck mal hier, Gas rein. So, komm. Na, schafft er die Kurve? Ja? Die haben wir von hinten noch nie gesehen, die Karre, ja? Guck mal, das Heck. Hey, Licht geht nicht, ja. Ein Bremsding müssen wir tauschen. Ja. Kennzeichen leuchten? Ja, ich schicke auch. Ja, ich schicke ja, Klo. Links geht gar nichts. Links, glaube ich, ich glaube, ist nicht dran vielleicht. Na, no, auch nicht. Bremslicht geht. Ja, normales Licht geht auch. Doch, geht. Bremslicht geht nicht. Mama, bremst mal. Ja, Bremslicht ist oben. Eine funktioniert nicht. Und weg das ganz leicht. Ne? Ja, hier ist auch gut. Fahr rum. Er läuft gut, Freunde. Er läuft gut. Oh, schön leise. Schnurrt. Ist gut, Tanner, lass uns Kennzeichen ranmachen. Was? Er ist Meter Hammer, muss ich sagen. Der ist schön verstaubt, richtig oldschool. Aber wie gesagt, die ersten Meter, er fährt richtig erstaunlich gut. Ja? Schatz, wollen wir auch ungewaschen in die Türkei fahren? Nein, ich wasche dich schon. Aber schönes Fahren, bis jetzt muss ich jetzt sagen. Ja. Sehr gemütlich. Wir tanken schon mal ein bisschen rein, dass wir richtig mal spritzig hier. Und dann, wir haben Angst auszumachen wegen der Batterie. Die muss auch morgen neu. Aber sonst. Nice, das ist nice. Cool. Also bis auf die Bäume und das Rost, aber Lack an sich ist auch okay. Auch nicht okay, auch, ja. Ja. Und jetzt können wir euch den Innenraum mal zeigen. Vorhin ging das ja nicht so gut. Das ist doch mal richtig schön, oder nicht? Nein, den Innenraum lassen wir, Schatz. Hier, Auto für Raucher. Der Tankdeckel ist qualitativ, Schatz. Was? Guck mal den Tankdings an, Decke. Der ist auch aus Alu, mit ja, Mercedes-Stern reingestanzt. Ja. So, Stein haben wir auch geputzt. Schön. Nein, die war doch sauber, ja? Die war voll verstaubt. Ja. So. Okidok, Schatz. Ja, die ersten Meter haben wir ja, hinter uns. Getankt haben wir auch mal ein bisschen, dass mal Sprit reinkommt. Mal schöner, frischer Sprit. Wer weiß, von wann ist der Sprit? Ja, also Schatz, unglaublich. Für 34 Jahre. Die Armlehne ist geil, ne? Für 34 Jahre fährt das Ding wirklich sehr gut. Innen ist auch noch richtig schön. Das Holz sieht noch wirklich Sahne aus. Ihr könnt ja mal gucken. Keine Risse, keine Brüche. Keine Ahnung, was man alles kann hier. Ach, muss man mal gucken. Der Bordcomputer leuchtet noch nicht mal. Muss man es mal angucken. Ist egal, Grundsubstanz ist da. Ein Radio muss man mal reinbauen. Bisschen Mucke hören, jetzt keine Soundanlage. Oh, ich freue mich jetzt auf das Projekt. Wirklich, ne? Schönes Ding. Mhm. Und er läuft nicht schlecht. Ja. Wird geil, ja? Auf jeden Fall. Ja. Ja, Radlager muss man machen, wie gesagt. Packt. Also morgen gehen wir mal komplett mal bei. Es ist wirklich eng. Morgen ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist ein Feiertag. Freitag wollen wir los. Wow, 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 wow. So, wir gucken mal, was wir jetzt machen. Der bleibt ja nur noch morgen und
Mittwoch, wo du was machen kannst. Genau. Also Dienstag. Aber es ist sehr gemütlich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, mit dem Auto eine lange Strecke zu machen. Es ist eine S-Klasse. Also, wenn die Karre nicht gemütlich hinfährt, ich weiß nicht, wer von uns die gemütlichste Klasse von uns allen hat. Du bist ja früher immer mit Papa gefahren, ne? Hattet ihr dieses Modell nein, auch schon? Nein, wir haben nur 123er gehabt. Ja, ist schon ein bisschen länger gewesen, ne? Aber das ist eine S-Klasse, Schatz. Es ist, egal wie alt eine S-Klasse ist, eine S-Klasse ist eine S-Klasse, bleibt eine S-Klasse. Der Komfort, da hat sich Mercedes richtig was gedacht. So ein Auto, du sitzt hier richtig gemütlich, du hast viel Platz. Ich liebe S-Klasse. Ist mir egal, was Sache ist, ich feiere eine S-Klasse. 300er, schöner Motor, er fährt nicht schlecht. Also der V8 wäre natürlich noch geiler, einen schönen 500er hier drin zu haben. Aber der macht seinen Dienst, er rollt, er macht, habt ihr gesehen, Öl war richtig gut, Zündkerzen haben sie alles neu gemacht. Trotzdem kriegt er natürlich einen Ölwechsel, wer weiß, wann er war. Ihr habt gesehen, Gianna, seine Hand. So, wir fahren jetzt mal ein bisschen auf Gas, mal gucken, auf S sind wir. Der Tanner ging ja voll ab, er sagt, der geht voll ab. Kickdown. Ja, doch, alles gut, Schatz. Ja? Ja, wir haben aber hier Baustelle, müssen schon langsamer fahren, aber den Kickdown hat er eingenommen. Schön, ich freue mich. Na gut, liebe Freunde, wir gucken mal, dass wir gemütlich ankommen. Die erste Cidaiolo-Fahrt hat schon begonnen, war sehr eng, das Projekt richtig in der letzten Sekunde an Land gezogen. Aber das war, also meiner Meinung nach war es die beste Wahl jetzt auf die Schnelle. Auf die Schnelle wirklich beste Wahl, ein gebürtiger Gegner oder Ersatz für den Siebener. Genau. Wirklich, wir sind Baujahr gleich, also fast in dem gleichen Modellbaujahr. Ist es das, könnt ihr reinschreiben? Ich denke schon. Ne? Und das wird. Was war denn der Siebener für ein Baujahr? 86. Okay, dann ist er aber viel. 90. Die gibt es ja auch hier schon ab 83. Ja, ich weiß, aber also das Modell ist schon ungefähr, passt schon irgendwie hin. Oder auch nicht, keine Ahnung, ist auch egal. Geile Karre, Oldschool ist dabei. Wir haben den Stern vorne stehen, schöne lange Motorhaube. Und nach 34 Jahren, Karre, er läuft gut, er chillt einfach auf der Bahn, er ist entspannt. Ich freue mich auf die Reise mit dem Auto. Wir können uns hier richtig, Schatz, zu zweit gemütlich, ja, einer schläft. Mal wieder Chili-Milli, ne? Richtig, Chili-Milli fahren wir mit dem Auto. Geil. So, wir gucken mal, dass wir nach Hause kommen. Ich weiß jetzt nicht, Batterie, keine Ahnung, ob der wieder anspringt. Ich überlege gerade, ob ich jetzt in die Firma fahren soll, den SL abholen soll, damit ich morgen nicht hier mit Überbrückungsziehern rumspiele. Scheibenwischer muss neu. Die sind auch ein bisschen schlecht. Naja, klar, ne? So nach so vielen Jahren können auch mal ein paar Sachen hier rein, Schatz. Ich freue mich. Den Aschenbecher-Test muss ich machen. Wie groß ist das? Den habe ich schon gemacht. Geh mal raus hier. Hinten für alle Nichtraucher. Wow. Nichtraucher. Wow. Alter, der glänzt ja. Das müssen wir gleich ändern. Sorry, Freunde. Ja, voll warm. Da habe ich dir doch gesagt. Hier, nimm. Also, Fahrzeug fährt nicht schlecht, liebe Freunde. Wir haben eins gemerkt, eben Punktbeschleunigung. Ab 140 macht er so Aussetzer. Ich demonstriere jetzt, zeig mal auf dem Tacho. So, ich fahre jetzt wieder. So, ich gebe ihm jetzt ein bisschen Gas. Oh, und jetzt, er nimmt ihn nicht mehr. Hey, so. Nur bei 140. Oh. Irgendwas ist da faul. Ja. Also, ab 140 habe ich richtig so. Also, guck mal, bis 140 super. Jetzt gebe ich ihn über 140. So, jetzt komme ich über 140. Ja, macht das Dauer. Hier. Er kommt nicht weiter. Ja, jetzt macht er das. Doch, jetzt macht er das. Genau bei 140, Schatz. Geht er in so ein. Aber bis dahin fährt er super. Mhm. Da muss man jetzt mal morgen mal rangehen. Vielleicht den Mengenverteiler, den wir von dem 300er Coupé reingebaut haben. Ob man aber vielleicht nacheinstellen müssen oder was. Wie gesagt, 140 fährt er gut. Wie gesagt, 140, Alter, da stottert er sich einen ab. Ich zeig nochmal, ich mach's nochmal. So. Und 140. Ich gebe Gas und jetzt. Ja. Nimmt er auch kein Gas an? Nein, nimmt kein Gas an, der verschluckt sich. Ich versuche mir erstmal langsam Gas zu geben. Ob wir so. Nee, macht er nicht. Nee. Ja? Nee, macht er nicht. Schade. Muss man mal gucken, wo die Ursache ist, aber schnell gucken. Ja, gut gelobt. Bis 140 fährt er fantastisch. Ab 140 verschluckt er sich, er versucht nach vorne zu fahren, schafft er nicht. Da muss man auf jeden Fall auf die Ursache gehen. Eben habe ich gedacht, oh, wir bleiben liegen. Aber unter 140, bis 140, alles ist top. Kein Plan, schreibt mir in die Kommis rein, was das vielleicht sein kann. Ich werde mal gucken, morgen mal vielleicht den Kraftstofffilter, Benzinfilter, die Dinger tauschen wir auf jeden Fall morgen. Neue Kraftstoffpumpe kommt morgen rein. Luftfilter und dann checken wir nochmal die Karre durch. Das kann ja nicht sein, dass wir nur 140 fahren können. Wir wollen immer ein bisschen schneller unterwegs sein mit dem Auto.
aber gemütliches Reiten, oder Schatz? Sehr gemütlich, muss man jetzt sagen. Also wirklich schön chilly. Ja, bis jetzt, dass er natürlich diesen Fehler hat. Das kann alles sein. Wir gucken mal, was Sache ist. Ich tausche mal ein paar Sachen ein morgen aus. Schreibt bitte in die Kommis mal rein, Video baller ich morgen raus, was das eventuell sein kann. Und den CL Breitbau. Schreibt mal bitte rein, was hält ihr davon? Was sagt ihr dazu? Ich und Tui feiern das Ding. Ja. Wirklich brutale Karre. Wir haben den günstig geschossen. Deswegen habe ich gesagt, ich schlage da noch mal zu. Brutales Auto im Sommer, das Ding ist so ein geiler Lack, fette Felgen drauf, das ist schon Augenschmaus. Ne? Hat auch nicht jeder so einen Breitbau. Ja, ja. Und eingetragen, ganz wichtig. Ne? Feier ich auf jeden Fall. Den 126er feiern wir auch. Zwei tolle Schnäppchen bekommen. Okay, der E36 war jetzt Schnäppchen, ja. Viele haben mich jetzt angeschrieben, du, Mehmet, aber wenn du das Auto schon sowieso nichts nimmst, wie sieht es mit Verkaufen aus? Jo, können wir gerne drüber reden. Schatz. Können wir gerne drüber reden, der ist jetzt raus. Der ist jetzt raus. Eben Mu und raus bist du, E36. Nein, wir haben eine tolle Auswahl getroffen, richtig schön. Ein tolles, gemütliches Auto haben wir bekommen. Und es macht richtig Spaß, du denkst, du fährst wirklich in so einem modernen Auto, Schatz. Also ich muss, ich finde die Sitze sogar gemütlicher als in vielen neuen Autos. Ja, ne? Ja. Und durch das Fahrwerk bist du so gemütlich, kuschelig mit dem Auto unterwegs, dass die Federt schon ein, sehr straff, Lenkrad ganz minimal schief. Können wir alles in der Türkei machen lassen. Wir schauen mal, wir gucken, melden uns mal zu Hause. Haben wir es gestern geschafft. Wir sind eigentlich sehr gut, relativ gut angekommen mit dem Mercedes. Ja, ja, schön. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Batterie okay ist. Wir müssen in die Firma. Bin mir nicht sicher, weil... Gestern hat er gesagt, Batterie weiß ich nicht. Oh, schauen wir mal, ob er startet jetzt. So rein. Ja. Oh. Na, wieso ist er ausgegangen? Ja doch, er läuft. Alles gut, Batterie ist okay. Ja, nimm mir mit. Guck mal in der Firma, was wir noch an dem Ding noch machen. Wieder was Neues. Drehzahlmesser geht nicht. Bordcomputer geht nicht. Gestern ging der Drehzahlmesser, Bordcomputer ging gestern nicht. Oh, da ist er. Da habt ihr es gesehen? Jawohl. Ja, da muss man auch mal gucken, warum der Bordcomputer nicht geht. Wäre ja schön mit dem Bordcomputer. Getriebeöl, Filter mal tauschen. Wäre auch ganz gut hier bei dem. Und der ist relativ kurz übersetzt gefahren. Wäre sehr große Drehzahlen. Aber das war mal damals. So Viergang-Automatik kann man jetzt auch nicht viel machen. Aber das Ding fährt. Das ist mal schon richtig gut. Wie gesagt, das Problem ab 140, da müssen wir auch mal rangehen und dieses Problem mal lösen, weil wirklich bis 140 zieht er super. Ab 140 nimmt er kein Gas richtig an. Wir probieren das mal mit Spritfilter, mit neuer Benzinpumpe und ein paar Sachen probieren wir mal, ob wir da vielleicht was machen können. Den Luftfilter mal gucken und. So, Friends, gleich in der Firma schauen wir mal, was abgeht. Freue ich mich schon. Es ist wirklich ein langes Video geworden, aber wir haben auch viel erlebt. Jetzt bei 140 hat er ein paar Probleme. Ja, ich habe mir jetzt soweit erstmal das Tour hier zum TÜV gefahren ist. Mal gucken, ob er TÜV bekommt. Übermorgen ist alles zu. Freitag wollen wir los. Oh. Lasst euch mal überraschen, liebe Freunde. Ich nehme euch natürlich mit, wie wir den jetzt mal hier Ölwechsel. Alles aneinander im Auto. Abonnieren, Like nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wird richtig brutal. Es wird richtig spannend. Ciao, ciao.